länger. Ja, jetzt bist sehr lang zu mir gesagt. Auch von mir ein ganz herzliches Moin. Ja, ich hoffe, es fühlen sich alle wohl. Ja. Haben sich den besten Platz ausgesucht. Wir haben extra ein bisschen das dafür getan, dass es noch ein bisschen gemütlicher ist hier in der St. Nikolai-Kirche. Haben das alles mal noch ein bisschen, den Altar ein bisschen noch schöner ins Licht gesetzt. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Und wenn ich schon dabei bin, unsere tolle St. Nikolai-Kirche so richtig schön ins Licht zu setzen und vorzustellen, darf ich einmal das Wort an unsere Gastgeberin weitergeben und wir begrüßen unsere Pastorin Martina Stecher. Es darf gerne heute Abend applaudiert werden. Ich habe mich vorbereitet. Drehorgeln gibt es schon lange. Seit Beginn des 18. Jahrhunderts zogen Straßenmusikanten mit ihren Drehorgeln durch deutsche und europäische Lande. Ich hoffe, ich erzähle Ihnen noch was Neues. Na gut. Später wurde die Drehorgel dann wirklich auch zum Lebensunterhalt. Und ab 1810, da mussten die Drehorgelspieler ihr Gewerbe wirklich als Gewerbe anmelden. Haben sich was ganz Schönes ausgesucht, und zwar Rondeau und Fanfare von Dom Joseph Mouret. Dazu begrüßen wir jetzt alle Drehorgler jetzt gleich auf der Bühne. Auf geht's! Der Fokus ist am Anfang auf Schlagermusik, würde ich sagen.
unsere Liebsten. Jeder hat so sein Lied ja mitgebracht. Und am Ende sehr viele Friedenslieder. In dieser Zeit ist es ja unglaublich wichtig, dass wir daran denken. Und genau, am Ende auch bitte alle mitsingen. Sie haben einen Zettel bekommen. Aber darauf weisen wir nachher dann auch nochmal hin. Genau. Ja, ich bin mir sicher, das erste Stück, mit dem wir gleich starten, braucht man keinen Text. Das kann jeder lautstark gleich mitsingen, gerne hier in der San-Nikolai-Kirche. Und wir freuen uns auf den ersten Interpreten. Und zwar freuen wir uns auf Barbara Friedrichs aus Bad Arolsen in Nordhessen in der Nähe von Kassel. Das ist ihr Applaus. So, und wir nutzen immer auch mal die Chance heute und wir wollen auch die Menschen hinter der Drehorgel ein wenig vorstellen. Und dann gebe ich da Gretchen noch mal rüber. Genau. Erzählen Sie mal, Sie sind schon wie lange dabei? Also hier in Wittmund das 13. Jahr. Das 13. Jahr und auch das 13. Jahr hier auf der Konzertbühne in der St.-Nikolai-Kirche? Nee, die ersten paar Jahre nicht, aber immer mal wieder und ja. Was für eine Orgel haben Sie uns denn mitgebracht? Ja, Hofbauer, 20er. 20 Meilen, die kleinste Orgel von Hofbauer, denn als Frau muss man so ein Ding auch stemmen können. Das geht bei so großen Dingern nicht. Das stimmt. Das ist richtig. Ihr Lieblingslied, griechischer Wein. Ja, ich sag mal, ich bin ohne Jungs groß geworden. Ich mag seine Melodien und vor allen Dingen auch seine Texte. War ein paar Mal auf seinen Konzerten. Da finde ich es einfach schön. Super, ganz wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Dann hören wir mal. Wir erinnern an Udo Jürgens, der griechische Wein. Viel Spaß! Thank you.
das war schon mal ein super Start. Ja, nee, heute war es schon nach der dritten, vierten Strophe. Das haben wir schon mal geschafft. Frau Felix, aus Bad Arolsen kommen Sie. Wie ist denn euer Kontakt zustande gekommen nach Wittmund? Wissen Sie das noch? Ja, wir sind Drehauge-Bekannten. Also man lernt sich ja, wir kennen die Clubmannschaft, Drehauge-Freunde. Und der war schon längere Zeit hier und der hat mich dann irgendwann mal mit angemeldet. Und deshalb bin ich hier. Ja, sehr schön. Da freuen wir uns auch ganz besonders drüber. Und morgen auch natürlich auch in der Fußgängerzone. Lauschen und wir sehen Sie auch natürlich noch morgen auch in einer interessanten Tracht bestimmt, oder? Ja, ich bin dabei. Sehr schön, da freuen wir uns drauf. Kommen wir auf die Bühne, meine Damen und Herren. Fliegender Wechsel, jetzt kommt Harald Krippgans aus Malente, das liegt zwischen Kiel und Flensburg. Genau, das ist immer schön, dass wir den. Kurze Instruktion, ich glaube, das brauche ich auch gar nicht sagen, das hat schon sehr gut geklappt. Immer wenn es einen Applaus gibt, dann machen wir einen kleinen Wechsel und auf einmal ist ruckzuck jemand wieder mit der neuen Orgel dabei. Herr Krippgans, Sie, ich habe ein bisschen recherchiert, Sie sind ja auch schon öfter dabei gewesen hier in Wittmund und Sie sind seit 2014 Drehorgelspieler und Sie waren sogar schon stellvertretender Chef des Landespolizeiamtes in Kiel und also wir sind unter gutem Schutz heute hier, auf jeden Fall. Wann sind Sie auf die Idee gekommen, das Drehorgelspiel anzugehen? Das ist dann erst entstanden zur Pensionierung. Ich wollte im Ruhestand eigentlich nur noch den Tobi mit Spaß machen. Und dann kam es die Drehorgel gerade. Ja, das haben wir gut auf den Punkt gebracht. Und was ich besonders interessant finde, ich glaube, das trifft auch auf alle Drehorgelspieler zu. Sie tun auch mit dem Drehorgelspiel auch ganz viel für wohltätige Zwecke. Ja, wir spielen zum einen grundsätzlich für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, haben das Sammelschiffchen dabei, wenn wir unterwegs sind. Und ja, für uns selbst nehmen wir kein Honorar, das brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Das ist auch das. Herr Krippgans, Ihre Frau hat mir zu Ihren beiden Orgeln heute noch einiges erzählt. Es sind alle Orgeln natürlich, Originale natürlich das auch, aber ganz eigene Kreationen haben wir hier stehen. Was haben Sie dort vorne, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das werden Sie mir gleich erzählen, was Sie dort ganz Besonderes drin haben. Also diese Orgel hat 6 Register für die Melodie und darunter ist eine Violine, deshalb haben wir da vorne auch die Violine aufmalen lassen. Und das andere ist eine Trompete, die werden Sie nachher auch hören. Und deshalb ist da vorne eine Trompete drauf gemalt. Und die Orgel spielt mit Notenbändern, also Lochbändern. Und das ist symbolisiert durch die Wellenlinie, die Sie dort mit den Noten sehen. Ganz besonders. Alles war was anderes, was wir hier heute erfahren. Vielen Dank. Sie werden uns jetzt was spielen? Ich spiele einen Stern, der deinen Namen trägt. Ein Lieblingslied? An wen denken Sie dabei? Naja, natürlich an meine Liebste zu denken. Nein, ich meine, dass dieser Schlager gut in eine Kirche passt, weil wir alle vielleicht wissen, dass DJ Ötzi bekennender Christ ist. Und er bedankt sich in diesem Lied bei Gott, dass er ihm seine Liebe geschenkt hat. Wow, vielen Dank. Dann hören wir uns das jetzt an. Zusammen mit dem Stern da oben. Genau. Meine Damen und Herren, Harald Krippgans.
vorstellen, den er natürlich auch für Carola gespielt hat. Vielen Dank und wie gesagt, wir machen wieder Wechsel. Das machen wir mit einem Applaus. Ich habe bei meiner Recherche gerade haben wir ja mitbekommen, Frau Friedrichs hatte eine etwas leichtere Drehorgel und Herr Krippke, also wenn ich hier richtig liege, die wiegt knapp 50 Kilogramm, die Orgel. Ne? Also das ist schon eine Hausnummer. Jetzt wird es ein bisschen leichter, glaube ich. Ne? Es wird leichter? Erzählen Sie mal. Ja, ich bin der Ernst aus Flensburg und sage erstmal Moin Moin. Und das ist eine leichte Orgel, und zwar eine 20er Stüber. Stüber, der Orgelbauer aus Berlin. Und er stellt die Orgel her im Stil, wie sie vor 100 Jahren in den Gassen und auf den Straßen Berlins gespielt wurde. Ja. Wie schwer ist diese Orgel? Sie sieht kleiner aus als die anderen, darum wird sie auch ein bisschen leichter sein. Ja, 12, 15 Kilo. Ne? Besteht viel aus Luft. Natürlich aus Luft, Pfeifen, also Messing, Holz. Ja, und dann der Mann, der dahinter steht. Genau. Ich glaube, nach dem Konzert können Sie gerne nochmal nach vorne kommen und dort reinschauen, weil das ist echt spannend, wie so eine Orgel von innen aussieht. Oder morgen halt. Herr Schreiber, genau. Was haben Sie uns denn Tolles mitgebracht? Ich bin begeistert. Wir gehen ja auch als Regel Orgelspieler mit der Zeit. Wir lieben auch mal Schlager und etwas Neues oder auch mal etwas zum Zurücklehnen. Und darum wollte ich Sie gerne bitten, wir hatten ja einen super Sommer, lehnen Sie sich zurück. Schließen die Augen und lassen Sie sich treiben. Lassen Sie sich treiben im Fluss hinunter, aufs große Meer, auf die Nordsee. Strahlen, blauer Himmel, das blaue Meer, vielleicht auch da und hier noch ein kleines Schiff unterwegs. Und dann denken wir mal an jemanden, der gute Mann hieß Rod Stewart. Und er hat uns gerade das Segeln so richtig seelisch beigebracht mit seinem Lied I am sailing. Also schließt die Augen. Hier ist nichts hinzuzufügen. Bitte, wir gehen zur Seite und schließen auch die Augen. Herr Schreiber, I am sailing, auf geht's. Thank you.
wir nämlich, habe ich jetzt extra gefragt, weil wir eine gute Überleitung haben. Wir haben ja eben den Martin-Einhals gekommen. Das muss ich mal kurz sagen. Wir sind ja zusammen. Wir grüßen erstmal auch oder Lukas. Wer hat denn den gezielt? Und dann war auch hier die Frage, wer war denn zuerst der Lehrer? Wir beide zusammen. Ja, wie seid ihr jetzt schon? Sie wollen nicht? Was hat er am Ende überzeugt? Ich glaube, dass er in Holland bei einer Fahrradkunst drehen musste. Seitdem kann er nicht mehr ohne. Seitdem hören Sie viele Menschen. Freuen wir uns auf morgen. Morgen ist der 8. und mit dabei. Freuen wir uns drauf. Meine Damen und Herren, ich habe schon gefragt, Sie haben es mir vorher schon erzählt. Was sehen wir denn bei Ihnen vorne drauf? Norddeutsche oder Küstenmotive, ein Leuchtturm und eine Mühle, Wunderbar. Was? In Schleswig-Holstein, aus Friesland, in Küstenländern überall. Genau, Sie kommen aus Schleswig-Holstein. Was haben Sie uns mitgebracht? Die böhmische Liebe. Erzählen Sie einen Kontakt dazu, dem Lied. Ist es bekannt? Mir gerade nicht. Wir haben es noch nicht so lange, aber wir finden es sehr schön. Das freut mich. Es ist ein wunderbarer Text dabei, den ich hier drauf stehen habe. Du weißt, ich liebe dich, mein Herz schlägt nur für dich. Denn nur für unsere Liebe klingt das Lied in Harmonie. Passt wunderbar. Dann viel Spaß! Eine Polka, meine Damen und Herren. Die böhmische Liebe, präsentiert von Carola Krippgans. Auf geht's!
dort hinten hin verlassen. Sie ziehen da an einem Register, kann das sein? Ich habe nur ein Register, das ist eine Quitte. Genauso wie da oben an der großen Kirchenorgel, da sind ja mindestens 20, 25, 30 dran. Das ist eine kleine Orgel, das hat sie nur ein Register, die andere Orgel, die andere Raffinorgel hat ja 6 Register. Ah, ich sah das das erste Mal. Vielen Dank! Schleswig-Holstein-Stadt vertreten und jetzt muss ich mal die Frage stellen, mir war es bis jetzt nicht bekannt, aber wer kennt denn Wichlinghausen? Wo liegt Wichlinghausen? Ich bin kurz hier mal rüber. Wichlinghausen. Ruhrgebiet. Ja, genau. Wo genau? Oberhausen, Hessen. Ah, schon richtig, in der richtigen Richtung. Und derjenige, der uns das ganz genau erzählen kann, das ist nämlich ein Original aus diesem Stadtteil von Wuppertal. Genau. Eben dieses von unseren Schleswig-Holsteinern, die haben Moin Moin gesagt, in Wuppertal sagt man Woll. Genau. In Barmen sagt man Woll und in Elberfeld, das ist ein anderes, sagt man Ne. Einen Satz bestätigen oder abschließen und dann die einen sagen Woll und die anderen sagen Ne. Das hängt mit Westfalen und Rheinland zusammen. Also mitten in Wuppertal geht die Grenze vom Rheinland zu Westfalen. Und deshalb sind ja unterschiedliche Wörter in der Landessprache, sag ich mal. Okay, wenn wir mal genau beim nächsten Rheinland-Besuch beobachten. Und Sie sind durchs Drehorgelspiel ein richtiges Wuppertal-Original geworden. Mittlerweile ja. Ich spiele also sehr viel in Wuppertal auf Stadtfesten, in Altenheimen, auf Geburtstagen, auf Hochzeiten, also alles, was wer eine Drehorgel braucht in Wuppertal und mich kennt, ruft an und dann machen wir das. Sie fahren auch gerne Motorrad, ne? Nein, ich fahre nicht gerne Motorrad. Das ist, jetzt hat er was recherchiert. Und zwar hängt das damit zusammen, als wir damals die Orgel, also eine Orgel haben wollten. Meine Frau wollte eine Drehorgel haben und ich wollte ein Motorrad haben. Ja. Nun können Sie sich vorstellen, wer sich durchgesetzt hat. Okay, das Motorrad ist dann irgendwann in Vergessenheit geraten. Das Motorrad ist in Vergessenheit geraten und ich will mich mal vorsichtig, also ich war nachher der schlimmere Drehorgelspieler eigentlich. Meine Frau war etwas zurückhaltender, aber ich habe dann wesentlich mehr mit der Drehorgel gemacht und sie hat mich natürlich auch begleitet und wir haben 2 Orgeln, sodass wir auch gemeinsam spielen konnten. Und wie gesagt, jetzt bin ich vernarrt in die Drehorgel. Dafür bedanken wir uns bei Chris. Ja. Herr Reitchen ist heute das erste Mal dabei auf dem Drehorgelfestival. Wie gefällt Sie denn bisher? Bis jetzt gefällt es mir sehr gut und gestern der Laternenumzug, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Kinder haben immer geguckt und waren auch vorsichtig mit ihren Fackeln, damit an den Drehorgeln nichts passierte. Also ich fand das sehr schön und auch die Begleitung von uns Drehorgeln ist doch gut angekommen. Wunderbar. Was haben Sie uns denn für ein Musikstück mitgebracht? Ich habe das Musikstück Scaramouche mitgebracht. Scaramouche ist ein Lied, welches das die Kapelle, sag ich mal, oder Orchester Rondo Veneziano aufgespielt hat. Und der Scaramouche ist so ein naiver Schauspieler in der italienischen Komödie. Und wenn Sie gleich das Lied hören, ich würde Ihnen raten, stellen Sie sich den italienischen Karneval vor und stellen Sie sich die Gegend um Florenz vor, die ja sehr lieblich und sehr schön ist. Dazu passt meiner Meinung nach das Lied sehr gut. Wunderbar. Dann hören wir jetzt Wilfried Reichel mit Scaramouche. Thank you.
Klinghausen, Wilfried Reichelt. Herr Reichelt, ich will noch mal ganz kurz auf Ihr Outfit eingehen. Ich wurde gerade angesprochen, ja, das ist ja was Maritimes. Das stimmt aber nicht, Herr Reichelt. Gehen Sie kurz noch mal drauf ein. Das ist nichts Maritimes, das ist eine Bergmannsuniform. Und ein ehemaliger Drehorgelspieler, der hat, glaube ich, 10 oder 12 Jahre hier in Wittmund mitgespielt bei dem Festival. Und der ist leider vor 2 Jahren verstorben und seine Witwe hat mir diese Uniform geschenkt. Und erst dachte ich, sie passt nicht, aber es geht so gerade. Ich darf kein dickeres T-Shirt oder Sweatshirt runterziehen, dann wird es schon schwierig. Weil der war sehr zierlich und klein, der Mann. Aber es geht so, man kann sich damit. Und für den habe ich die jetzt, oder für sie habe ich die jetzt angezogen. Sie hat mich gebeten, ein paar Fotos ihr zu schicken und da wird sie sich mit Sicherheit sehr darüber freuen. Ja. Die Dame ist mittlerweile 87 Jahre alt. Die Kleidung steht ihm aber perfekt, oder? Ja. Also, vielen Dank, dass du mit gleich bist. Und Glückchen, wie geht's weiter? Jetzt geht es weiter. Mit unserem jüngsten Mitglied einmal bitte die Caroline nach vorne. Großvaters, der seit 2002 immer dabei war und leider jetzt nicht mehr da ist. Und du bist heute dabei. Ganz toll. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Freust du dich? Er wird sich freuen. Er guckt von oben zu, ne? Wann ist er gegangen? Mein Großvater ist leider im Alter von 91 Jahren diesen Juli verstorben. Ganz, ganz frisch noch, genau. Und schön, dass du heute hier bist. Was wirst du uns spielen? Ich werde ein Filmmusik-Medley spielen. Da werden unter anderem Lieder dabei sein wie Mein kleiner grüner Kaktus oder Nadelu. Trittst du in seine Fußstapfen ein? Werden wir dich jetzt öfter hier bei uns haben? Soweit sich das zeitlich mit meinem Berufsleben vereinbaren lässt, auf jeden Fall. Ganz wunderbar. Wo kommst du her? Ich komme aus Wilhelmshaven. Ganz nah, wunderbar. Carsten? Ich will noch mal kurz auf das Outfit eingehen. Yeah. Eben von Herrn Reich macht er ganz viele her und extra Deko für heute, die du mitgebracht hast. Ganz genau, alles aus dem eigenen Garten hat meine Oma hergestellt. Du bist da vorne. Oma, was ist das? Ganz toll. Sehr schön. Sehr gut. Der Applaus zeigt, die Oma hat es perfekt ausgesucht. Und apropos ausgesucht, du hast natürlich dieses Filmmusik-Medley ausgesucht und das spielst du auf was für eine Orgel? Auf einer 37er Hofbauer-Orgel aus Göttingen. Genau, Hofbauer haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gehört. Wir haben aber auch schon gemerkt, dass es ein richtig schöner Ton ist und das werden wir jetzt auch von Caroline jetzt nochmal erleben. Meine Damen und Herren, Caroline Thiemann in Gedenken an ihren Großvater Bernhard Thiemann. Thank you.
besondere Emotionalität, dafür hat unser Lichttechniker gerade gesorgt. So, und wir freuen uns drauf, meine Damen und Herren, dass wir dieses Auge haben. Vielen Dank, Herr Kammer, ich glaube, der Grundfahrer ist ganz stolz. Ich muss mal kurz fragen, was ich vorhin auch schon gefragt habe, wer hat den Witz infiziert? Ja, dann eher ich, meine Frau. Na, ich, für mich ist das ein Erbstück, das ist von meinem Vater. Und mein Vater hat immer zu uns gesagt, wenn er mal nicht mehr da wäre, dann würden wir die Drehorgel kriegen. Er hatte auch so ein elektrisches Schifferklavier, was dazu passte. Und ja, dann war er nicht mehr da, dann haben wir die Drehorgel gehabt und dann mussten wir auch los zum Spielen. Und dann haben wir erstmal ganz blauäugig überall reingegangen. Wir haben auch hier in Wittmund nachgefragt. Wir sind jetzt das 9. oder 10. Mal hier und hier, dann war aber, war das schwierig da ranzukommen. Und dann habe ich gesagt, hier Alfred Egen, der hat mich hierher gebracht, ich habe ihm mal geholfen, weil ich woanders spiele. Und dann sagt er, dann bringe ich dich hier in den Wittmund runter. Das hat er dann auch gerade fortgehalten, super gemacht. Und ja, seitdem sind wir dabei und irgendwann ging das dann los, meine Frau ist immer dabei gewesen. Und irgendwann ging das dann los, ja, wir kaufen uns noch eine zweite dazu. Und das hat ein tolles Bild ergeben, auch ein tolles Klangbild. Ein Applaus nochmal für Sie beide. Das sind die Göttinnen, das sind die Göttinnen unter dem Drehbuchhimmel. Okay, gute Überleitung zum nächsten Stück, Brötchen. Genau, jetzt kommt Herr Albrecht Höff-Hoffmann aus Bückeburg. Und ich fragte gerade noch Familie Siemens, dass sie im Club Deutscher Drehorgelfreunde sind. Und hier haben wir ein Vorstandsmitglied. Ja. Und erster, zweiter? Zweiter Vorsitzender. Zweiter Vorsitzender, wunderbar. Von Ihnen hören wir jetzt auch ein wunderbares Lied. Sagen Sie selber, welches kommt. Ich spiele jetzt das Ave Maria nach Brahms, bearbeitet von Jordan. Und ich finde, in einer Kirche sollte auch ab und zu mal Kirchenmusik erklingen. Normalerweise übernimmt das ja die Königin der Instrumente, das ist die Kirchenorgel, aber unsere Prinzessinnen können sowas auch. Die können auch klassisch spielen. Auf jeden Fall. Viel Spaß, Ave Maria. Mit der Hofbauerprinzessin Albrecht Hoffmann. Thank you.
Albrecht Hoffmann aus Bückeburg, meine Damen und Herren. Und vielleicht auch gleich über Helmut und Ulla Hofmann, sage ich das richtig? Ulla sitzt im Publikum. Ach ja, oh, ja, immer dasselbe Ding, genau. Wir haben jetzt auch wieder ein ganz besonderes Lied in dieser Zeit, die nicht so einfach ist für uns alle. Herr Hofmann, was haben Sie uns mitgebracht mit Ihrer wunderschönen roten Orgel? Ich habe mitgebracht, erstmal moin. Ich habe mitgebracht das Halleluja von Leonard Cohen. Und ich spiele meine Lieder alle mit meiner Stimme, mit meinem Gesang dazu. Und deshalb, das ist nun was in der heutigen Zeit. Das ist alles ohne Strom. Und singen tue ich auch ohne Mikrofon, ohne Verstärker in Kirchen oder eben auch auf Märkten oder in Seniorenheimen. Und da bin ich besonders stolz drauf, dass ich singen kann, ohne dass ich Technik brauche, nur Mechanik. Davon haben wir uns jetzt überzeugen. Meine Damen und Herren, Helmut Hofmann unter den strengen Augen von Ulla. Wir preisen Gott mit Halleluja. Sie sind der Hessen, Helmut. Wie ist es da denn zugekommen?
Ja, das ist ganz einfach. In 2013 bin ich mit dieser Drehorgel im Uhrzeigersinn durch alle 16 Bundesländer gereist. Mit einem damals schon elektro angetriebenen Auto von Renault war das gesponsert, eine Hotelkette, da konnte ich kostenfrei übernachten und das Ganze habe ich gemacht zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe. Ja, ich war 5,5 Wochen unterwegs, 3.500 Kilometer nur Landstraßen gefahren und konnte zum Schluss an die Deutsche Kinderkrebshilfe etwas mehr als 7.500 Euro überweisen. Das ist ein Applaus wert. Das ist ein Applaus wert. Ja, ich hoffe, da kommen wir. In die Richtung kommen wir heute auch mit der Weihnachtsfäckchen-Aktion. Das ist ja wunderbar. Ich bin gespannt. Siehst du, auch hier an Hessen Helmut Bang, wir alle Drehorgler, den Kids ganz wichtig darum, dass man was Gutes tut und das wollen wir heute auch tun. Und wir bedanken uns mit einem Applaus beim Hessen Helmut. Dankeschön. Leider hat Familie Skopek aus Berlin absagen müssen, sie haben Corona. Aber Herr Schreiber übernimmt das Lied Amazing Grace und wir haben die Texte verteilt an sehr viele. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt mitzusingen. Ja. Hat jeder das mal einen schönen kleinen Zettel oder jeder zweite oder jeder dritte? Und zwar Amazing Grace und das Lied, was wir gemeinschaftlich singen können. Das ist Dank an die Freude. Ihr kennt ja wahrscheinlich Lena Mareides. Und ich sage noch eins, wir haben ein tolles Halleluja gehabt die ganze Zeit. Jetzt lassen wir unser Halleluja einmal raus und danken diesem schönen Tag. Es gibt kein Vorspiel, sondern es geht gleich hier zur Sache. Ich hoffe, ich bekomme das hin und Sie bekommen das auch hin. Und zwar, ja, ich sage 2, 3, 4. Und dann geht's. Jo, auf geht's!
Ja, natürlich. Ja, alles gut. Vielen Dank, Herr Schreiber. Und es geht weiter. Herr Woska. Aus Taucher. Sie spielen ein Lied, das ich richtig ankündigen muss. Laudate omnes gentes. Es steht falsch im Programm, aber so ist es. Wen haben Sie mitgebracht? Meine 26er Orgel. Aber. Und mein Enkel. Das ist Ihr Enkel da vorne. Stell dich einmal hin, das ist der Linus Woska. Und er wird morgen auch in der Stadt stehen mit seiner eigenen Drehorgel. Wie alt ist Ihr Enkel denn? Aber der spielt schon seit seinem zweiten Lebensjahr. Aber nur für Gummibärchen. Aber nicht mehr, ne? Im Moment muss schon ein bisschen mehr kommen. Genau, dann hören wir uns jetzt das Lied Laudate omnes gentes von Ihnen an. Bitte schön! Ja, und der Linus passt genau hin, zeichnet das auf, das Ganze. Also. Da sind wir sehr gespannt. Herr Woska muss sich besonders konzentrieren und in den Augen von Linus. Viel Spaß, meine Damen und Herren. Und dann extra hier nach Wittmund gekommen. Das hat sich genau die Strecke, oder?
Ja, sicher. Wir sind ein paar Stunden gefahren. Wir sind schon seit Donnerstag hier und haben uns schon die See angeschaut und so weiter. Und dann im tiefen Sachsen, da ist das schon mal sehr schön, wenn man mal an die See kommen kann und durch die See gefahren hat. Das ist schon was Feines. Genau, richtig. Das können Sie. Und dann morgen können Sie Wittmunder Innenstadtluft genießen. Ja? Also freuen wir uns drauf. Morgen Nachmittag. Also gibt es eine Gemeinschaft Taucher-Drehorgelfreunde, sehe ich gerade. Ja, das sind die Drehorgelfreunde, das ist meine Familie. Also ich, meine Frau und meine vier Enkel. Alle spielen Drehorgel. Toll. Oh. Familie unterwegs, das ist ein Applaus hier. Vielen Dank, Herr Oskar. So, es gibt wieder einen Wechsel, meine Damen und Herren. Jetzt haben wir gleich fast alle gehört. Herr Perner ist in den Startlöchern und, meine Damen und Herren, Herr Perner ist einer derjenigen, die langjährig schon dabei sind beim Drehorgelfestival in Wittmund. Herr Perner, erzählen Sie uns nochmal, wie lange sind Sie schon dabei? Ja, zum 25. Mal sind wir hier bei euch in Wittmund. Herr Perner kommt aus Bochum, hat eine originale Raffin-Orgel dabei, haben wir schon einige auch schon heute mit dabei gehabt, die Raffin-Orgel. Und ich habe bei meiner Recherche bin ich auf was Interessantes gestoßen. Und zwar, wie alle anderen, sorgen auch Sie dafür, dass Spendengelder eingeworben werden. Und Sie haben was Interessantes getan. Und zwar haben Sie was für die Bochumer Partnerstadt Donetsk. Haben Sie was Gutes getan? Da haben Sie Spendengelder gesammelt. Wofür? Ja, bestimmt. Ich habe damit angefangen, nachdem wir einmal in der Ukraine waren, also in Donetsk, und da laufen sehr viele leukämiekranke Kinder rum. Und das war meine Aufgabe, für diese zu spenden, mit der Orgel dann zu drehen und zu spenden. Ja, und dann mittlerweile ging dann die Jahre her, weil es schon so früh war, habe ich im Ganzen so in den 5.000 Euro oder was mit dem Drehorgel für Donetsk gespielt. Herr Perner, morgen sehen wir Sie zusammen in der Innenstadt mit Ihrer Frau Ursula. Genau. Ursula, einfach hin, bitte. Aber schon kennengelernt, genau. Hallo. Und jetzt hören wir ein uns allen bekanntes, sehr bekanntes Lied. Unser erster, damit haben wir den ersten Song Contest, also nicht den ersten, wir haben unseren ersten Platz damals geholt mit Nicole und das Lied. Ein bisschen Frieden. Das, was wir alle wollen. Dann legen Sie mal los. Wer textsicher ist, mitsingen. Morgen können wir uns alle an der Orgel besuchen, können auch sogar mal eine Runde drehen. Viel Erfolg. Was machen wir?
Genau, 25 Jahre dabei, Jubiläum. Wie viele Jahre kommt noch dazu? Ja, und hoffentlich viele. Ja, das wollte ich auch noch hören von den beiden Autoren. Da gibt es nochmal einen Sonderapplaus für Erik Berger. Und den Applaus kommen auch ganz viele Jahre dazu. Dankeschön, Herr Binder. So, meine Damen, wir haben alle gehört. Wie viele Orgeln sind das? 1, 2, 3, 4, 5, genau. Viel Spaß! Finale.